Dann kaufst du mir 10. Hand drauf. Hier. Nein. Hier, Hand drauf. Nein. Komm, Hand drauf. In der ersten Woche haben wir Graffiti gemacht. In der zweiten Woche haben wir ein paar haben angefangen T-Shirts zu drucken und heute haben manche auch T-Shirts gedruckt. Alles Profis. Dann kannst du jetzt noch mal, weißt du noch, was du jetzt machen musst? Ja. Also genau, aber ohne Kraft, ne? Ja. Nur rüberziehen. Kann. Genau, okay, das reicht. Jetzt gucken wir mal. Jetzt sieht es 3D-Effekt. Ja, schön. Jetzt müssen wir es trocken führen, damit wir die zweite Farbe drauf drucken können. Das kannst du auch machen. Wir haben was für dich. Wir haben den allerersten, den kann sich noch jemand aussuchen und wir haben deinen Rhyme. Und sein ist das Ding. Willst du den ersten sagen? Ich gehe zum Sushi und rappe dir was vor. Den Song hört man hoch bis zum Hallischen Tor. Das sollte er nachnehmen. Nein, lass ihn nehmen sein, den er gerade gemacht hat. Ja. Der ist zu so peinlich für alle. Ich mische das. Wenn du durch die Street rennst. Siehst du einen Star. Siehst du einen Star? Nein, ich weiß. Das ist Herr Nils, Herr Christi doch jetzt. Willst du den so haben, ja? Ja. Es ist gleich vorbei, die Nacht kommt rein. Ist gleich vorbei. Du hörst unsere Raps, du schlafst gleich ein. Du hörst unsere Raps, du schläfst gleich ein? Nein, sie sind für Laman. Ja, schon gemacht. Check. Ja, da sag ich. Super. So, weitermachen. Die werden alle Sänger. Die coolen Kids sind wieder da. Gestern einen Texte geschrieben für die erste Strophe. Und wir werden, ihr habt jetzt gerade in der zweiten Strophe Texte geschrieben, in Kleingruppen. Und jetzt werden wir eine Präsentation machen. Jede Gruppe trägt vor, was sie geschrieben hat, wie sie rappen kann. Also Leute, die erste Gruppe, Gruppe 1. Und los geht's. 1, 2, 3. Das ist das Rap-Mobil, like in deiner Stadt. Alle machen mit und rollen mit dem Pop. Los, meine Gruppe, komm. Coole Kids sitzen im Rap-Mobil, alle gucken uns an wegen unserem krassen Stil. Jeder will Autogramme, doch wir schicken sie in der Savanne. Mit dir am Start treten wir auf. Das ist Rap-Mobil, live in deiner Stadt. Alle machen mit und rollen mit Hip-Hop. Rap-Mobil, siehst du die Kids? Alle sind so cool und rappen mega Hits. Es ist Rap-Mobil, live in deiner Stadt. Alle machen mit und rollen mit Hip-Hop. Rap-Mobil, siehst du die Kids? Also heute haben wir im Tonstudio unseren neuen Rap aufgenommen, den wir in den letzten Tagen geschrieben haben. Und ein paar Kinder haben halt auch gemalt und gebastelt. Kicker spielen konnten wir auch. Und bevor ich aufgenommen habe, habe ich auch mit einer Freundin Kicker gespielt. Und ja, das war für mich eigentlich bis jetzt der beste Tag bei den coolen Kids. Okay, fürs erste Mal gut, geht aber noch besser, ja? Ja.
Also das heißt, wenn du anfängst, weil am Anfang warst du noch ein bisschen zu leise, du gehst jetzt gleich ran und so, check unser Rap-Mobil, der Wagen liegt tief, bla 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 bla, okay? Ja. Check unser Rap-Mobil, der Wagen liegt tief. Die Räder sind so breit, am Max sind alle schwierig. Mic check, one, two. Die Leute schreien ho, denn es geht wieder los. Mic check, one, two. Die Leute schreien wow, denn es geht wieder los. Okay. Mach mal. Mic check, one, two. Die Leute schreien wow. Cool, fertig. Einfach links auf den Boden. Check. Sehr gut gemacht. Also die letzten drei Tage haben wir hart geübt für das Lied und jetzt kann ich eigentlich das auswendig. Und heute habe ich die erste Aufnahme gemacht im Tonstudio. Ich habe die erste und zweite Strophe vorgerappt und ich freue mich morgen, dass ich die zweite Aufnahme mache. Und ich finde es gut, dass ich meine eigene Stimme morgen also wieder hören kann. Check unser Rap-Mobil! Der Wagen liegt tief! Die Räder sind so breit, am Mic sind alle schief. Mic check, one, two! Die Leute schreien hoch! Okay, jetzt machen wir nur die ersten vier Zeilen. Wenn wir es so machen, dass du dann die ersten vier Zeilen bekommst, dann musst du gleich von vornherein so ein Brett hinlegen, ja? Kann jeder machen, was er will. Okay? Das heißt, wir müssen auch noch üben, ja. Aber in dem Video gibt es auch Freestyle-Parts. Da könnt ihr zusammen ins Video reingucken, da macht ihr einfach euer Ding. Yalla! Euer Ding, euer Ding! Zusammen. Auf drei, Jungs. Geht mehr oder weniger um dieses Rap-Mobil. Das ist eine Anlage mit sehr lauten Boxen und damit werden wir morgen und Freitag den Videoclip drehen. Wir werden beim Schirkerplatz, wir fahren rum, machen Party auf der Straße, immer mehr Leute kommen, tanzen mit, rappen mit. Und jetzt werdet ihr gleich mal hören, wie sich dieses Rap-Mobil anhört. Und vor allem jetzt zum ersten Mal den Song mit euren Stimmen, ja? Okay. Als ich das erste Mal den Song gehört habe, habe ich mich gefreut, weil ich meine Stimme gehört habe und das mir Spaß gemacht hat und ich mich gefreut habe. Als ich zum ersten Mal den Song gehört habe, meine Stimme, ich habe mich gefreut und es hat Spaß gemacht zu rappen und meine Stimme klang gut und ja, das war alles. Als ich den Song gehört habe, ich fand den echt cool und so lustig. Manchmal haben ein paar so richtig tief gerappt und manchmal richtig laut und so. Als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt meine Stimme wiedererkenne. Und ich weiß, dass manche Kinder gerappt haben, aber ich habe deren Stimme nicht wiedererkannt. Und ich fand es gut. Der Clip ist Bombe, weil wir haben auch richtig hart dafür gearbeitet.
Wir haben zu viel geschwitzt, um das zu schaffen und nur wegen ein paar Tage vor die Kamera. Web-Projekt mir sehr gut gefallen, weil wir sehr viele Ausflüge gemacht haben, weil sehr viele Kinder Cool Kids Web-Projekt mitgemacht haben und so alles. Ja, wir haben auch, weil wir auch T-Shirts gedruckt haben. Beim Videoclip-Dreh habe ich gelernt, dass man Geduld braucht. Das ist sehr viel Arbeit noch, dass man den Dreh sehr viel mal wiederholen muss. Und es gibt auch schöne Momente beim Clip und auch schwierige. Hinten gehen alle ab und wir machen jetzt ein Konzert. Und du gehst jetzt richtig ab, so mit einer Hand. Ja? Also, wir machen mal. 1, 2, 3, 4. Sack. Wer abgeht? Rap wieder die Hits. Coole Kids, coole Kids. Alle im Hintergrund, coole Kids, coole Kids. Und dann Hände hoch. Sag, wer fährt den Balkon mit Sound wieder in der Rap wieder die Hits. Coole Kids, coole Kids. Zack. Und dann Chat. Das coole Kids-Rap-Projekt hat mir sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe im Tonstudio gelernt zu rappen, Texte selber zu schreiben, Refrain und Deep drucken auch gemacht, T-Shirt. Und es hat, am besten hat mir gefallen in diesem Projekt das mit dem Sprayen, weil es Spaß gemacht hat.